es war schon für mich eine sehr beeindruckende Geschichte, zumal ich auch wirklich im Volk und auch bei den Bischöfen ganz viele Bekannte und Freunde gesehen habe. Das hat mich einfach gefreut und das gibt dann auch Rückendeckung und trägt. Also insofern war es wirklich jetzt ein guter geistlicher Startschuss in die Aufgabe, die jetzt kommt. Was man spürt, es ist schon, man wird klein. Das meine ich jetzt nicht in dem Sinne, dass man irgendwo sich künstlich klein macht, aber man fühlt sich im Grunde wirklich auch demütig vor dem, was da abgeht. Es geht letztlich um jemand anderen, um Gott selbst. Und das finde ich, das ist schon eine große Aufgabe für einen Menschen, in seinen Diensten zu sein. Das Reich Gottes ist da, wo Menschen genau das tun, was im Evangelium steht. Das Evangelium zu leben, und das war ein Beispiel, ich hätte Ihnen noch tausend andere Beispiele nennen können, sich wirklich einzumischen in eine Gesellschaft, die oft, aber auch unmenschliche Züge hat, und da wirklich etwas von dieser Menschlichkeit Gottes auch reinzubringen. Das war eigentlich mein Appell, nochmal in einem Satz zusammengefasst. Applaus